Herzlich willkommen zu meiner Folge Kakade. Das ist Juri 2. Wir verdichten ein bisschen hier unser Silo. Und ja, verteilen noch ein bisschen nebenbei. Jetzt müssen wir schon wieder die nächste Ladung verteilen. Ich kann es leider nicht anders hinbekommen als in einen Kipp. Weil wenn sie das im Silo abkippen direkt, dann fahren die durch und laden alles auf der Straße ab. Damit wir höchstens durch alle drei fahren lassen müssen. Das wäre jetzt eine Option gewesen. Jetzt im Prinzip durch drei erst durchfahren und dann erst auf Straße zurück. Aber dann wäre auch alles nebenan gelegen, also außerhalb. Wir müssen dafür sorgen, dass die Berge immer gleich weg sind, ne? Und dann richtig verteilen. Wir sind am Rand hier so schön. Zum Beispiel, dann ist er wieder voll. Müsste gleich wieder da sein. Ah, ja. Von Deibel redet, ne? Da ist er nicht weit. Also nach und nach tun sich was schwer jetzt die Burschen jetzt hier. Nicht so viel draußen fahren. Oh, sind auch noch. Fällt da um mir hier. Da stand mal ein Streik. Und ich wird nicht gestreikt. Hier wird gearbeitet. Bis später in der Nacht dann sein muss. Ah, minus 10.000. Also Spaß kostet richtig Geld. Nö. Ah, mal sehen, was dann hier einbringt nachher. 5 Millionen, 2 Millionen, was meint ihr? Das sollte sich schon lohnen, ne? Meine Aufwand ist höher wie bei Silageballen, ne? Nur zu sagen. Silageballen hättest du mit Autolob hingefahren und hingestellt oder reingeworfen, mehr oder weniger. Und gut ist. Und jetzt musst du hier viel machen, ne? Wenn ein bisschen das besser klappen würde mit Verdichten hier und das Fahren hier, dann wäre es, naja, leichter. Mit Seitenansicht. Man kann aber auch nicht fahren. Ich schon. Jetzt
kann man mit dem K700 fahren, oder 710. Wenn die festgefahren hätten. Bisschen uneben, deswegen wir mal quasi mal mit dem. Wenn ich der nächste schon kommen würde. Der nächste ist da und wir können nicht verkeilen. Machen Sie das jetzt richtig oder was? Jetzt hier alle von außen fahren? Das einzige Gute ist, dass die schön ins Gewicht dran haben, dass gleich verdichtet wird. Ja, das ist die Mitarbeiterprinzip. Und war auch ein bisschen so absichern hier. Extra schönes Gewicht dazu genommen. Normalerweise für den Acker brauche ich kein schönes Gewicht haben. Wenn ich da eins nehme mit 800 Kilogramm oder 800 Kilogramm, reicht dann mal weiter aus. Nur wenn ich im Flug ziehen will, dann kann es ein bisschen mehr sein, wenn er vorne hochgeht. Links da, links mit hinkippen. Ja, der Maisschlange ist ja gerade mal die Rente gemacht von. Wie gesagt, drei Silos habe ich hier. Zwei lange Hof. Da haben wir auch noch zwei. Ja, da wäre so eine Fabrik, wo du nur einkippst, leichter. Das kann es ja nicht sein, dass eine kleine Kante sich so eine Probleme gibt hier. Glück haben, können wir noch einmal fahren und den K700 nehmen. Und nur mit Glück haben. Jetzt läuft doch hier ein Schnürchen. Kommt nicht hinterher. Ich würde nur zwei fahren. Ich wollte erst drei fahren oder vier. Weil wir so weit fahren müssen, teilweise. Komm, fahr weiter, Junge. Kipp dir woanders aus. Aber der ist so programmiert, das ist so. Bin verteilen, gleich vorne bin verteilen. Festgefahren. Geht nicht. Glaube, die brauche ich zum Winter wegnehmen. Man denke. Oder ich muss von der anderen Seite anfahren. Tja, wieder voll. Da ist ja schon Tank halb leer. Wird voll lustig nachher. Weil
Und was soll ich tanken? Nur Holz verkaufen. Macht 50.000. Ungefähr. Geht nicht vorwärts und rückwärts. Ach, Platz, da können wir hinkippen. Dass ich die Konsole habe dafür. Möchte mit dem Maus nicht spielen. Da vorne. Oh, ist das, wenn wir kriegt. So, was hat die Uhrzeit? 12. Kommt mir vor, das ist schon länger bei mir gewesen, ja. Also wir haben jetzt überall Körnermais und, Körnermais, im Grunde Getreide, also Rapsfeld eigentlich von der Fruchtfolge her, okay, vorhandene Felder, die wir haben jetzt, aus. Es geht, man kann trotzdem machen, aber man hat einen Ertrag einbußen, ne? Muss man halt wissen. Und so ist ja immer frei zum Weg, zum Rausch wegschaufeln, ne? Aber wie gesagt, wenn man das schieben will und das Ding ist voll, geht's nicht. Das ist eigentlich ein Widerspruch an sich. Die Schaufel kann voll sein, wie er will. Das kann man trotzdem schieben. Klar, bei Steinen und so ist es ein bisschen schwieriger, weil da mehr Masse hinter ist, aber bei Excel gut. Wenn nicht gerade eine Wand ist. Wo sind die gerade? Der nächste wäre. Ja, das läuft jetzt ganz schön, ganz gut jetzt hier in Anführungszeichen. Das läuft man schon zu gut, aber er blockt gerade. Nur eine Kurve sicherlich irgendwo Sport blockiert. Aber irgendwie, das läuft weiter. Keine Pause. Aber da ist der Inspector-Mod einmal frei. Da kannst du genau sehen, was los ist. So. Das ist gut. Jetzt noch ein kleines bisschen verdichten und verteilen. Mit einem anderen Traktor. Ein bisschen beeilen. Läuft ja noch.
gesagt. Diese Pfeifkräuscher sind typisch. Wenn er nur den Rest einer wieder reinfahren, was außen rumliegt. Traumsilo. Aber so wird man die Mitte schön voll kriegen. 2 Millionen ungefähr noch schon rein. Vielleicht nur 3 oder 4 rein, mal sehen. Da werden wir entweder eine Fräse kaufen. Überladerwaren haben wir ja. Machen wir eine Fräse voll. Oh. Die Silowalze ist bescheiden, kann man sagen, ne? Es funktioniert nicht so, wie man es wünschte. Also ich habe kaum vorher gar nicht befasst mit Silo, also mit Silage machen im Silo überhaupt nicht. Das ist andere viel zu bequem gewesen mit Ballen. Das war wieder der nächste kommen, wieder voll. Platz fahren kriegt nicht in den Griff. Besonders hier. Ja, ich höre den schon. Noch Platz machen. Hochklappen, nicht zusammenklappen. So, liebe Zuschauer, das war's heute auch wieder. Ich danke fürs Reinschauen. Ich danke fürs Abonnieren. Ich danke fürs Liken und Kommentieren. Immer nur rein, Kritik, Wünsche, wird alles erfüllt. Ich weiß, für die Masch hat sich einer gewünscht, dass ich mal Mais mache. Gut, Thüringen kam früher.
bedingt, weil ich auch hier früher angefangen habe. Zeitlich gesehen. Ich glaube 2 Tage in-game. Das heißt, für Kohle reif. Diese Marge ist ein bisschen noch länger hin. Das Feld nicht ganz so groß, glaube ich, nur 10 Hektar, glaube ich. Aber da wollte ich noch eins kaufen. Oh. Das war nix. Jetzt kam jemand zu schnell. Vielleicht doppelt. Das auch nochmal schon? Ja. Aber der Timer ist noch nicht aktiviert. Beziehungsweise der ist jetzt im hinterher. Ich sag mal tschüss. Das Timer ist aktuell. Bis gleich.